Der weiß ich nicht, ob der Mann dazu gehörte. Ich weiß nicht, ob das damals der Mann war, den ich ja 71 schon kennengelernt habe. Das war so ein Älterer, der war im Theater, hat er wohl so gespielt oder so oder irgendwas. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ist egal. So, die möchte ich haben und denken Sie doch dran, die wollen da auch was von uns. So, und die müssen in Häusern untergebracht werden. So, wir kommen hier auch gar nicht zurecht mit so einer blöden Stadt. Wir werden hier einfach reingefährt hier. Kein Wunder, dass wir eine Erscheinung gekriegt haben, wenn wir am Hauptbahnhof ausgestiegen sind und so. Weil wir in Russland waren, total ruhig da alles. Ne? Da, ländliche Gegend war das da. Ne? Kann man sich das hier gar nicht in Deutschland vorstellen. So, und da möchte ich, dass Sie sich da einfach drum kümmern. Und Sie sind garantiert an die von Mecklenburg dran und alle, die dazugehören. Und wahrscheinlich weiträumig, weil sich nicht so trauen, aber Sie beherrschen sie und bestehlen sie und die wissen das gar nicht. So, und ich vermute, diese Politik und dieser Staat nutzt die schon längst. Ne? Also, dass die schon immer sagen müssen, ja, die beiden, nee, die kennen wir gar nicht. Oder wenn sie sie jetzt doch neuerdings kennen müssen, weil man den Wahlkreis hat, ja, das sind unsere beiden Irren in der Familie. Muss ich auch immer sagen, jungen Menschen, ne? Man in den Familien, da ist irgendwo immer, spätestens in der weiträumigen Verwandtschaft, immer ein Dorftrottel. Oder nicht? Also wirklich ein totaler Idiot. Ne? Meistens nimmt er dann Drogen oder er trinkt, dass es dann irgendwie so ein Trichter ist bei der Familie. Ne? Dann schmeißt die immer ihr Geld im Prinzip ins Klo rein und spült immer runter. Ne? Wenn sie dann so einen Saufbold denn da eine Familie hat und so. Und so einen Dorftrottel gibt es immer und dass die das vielleicht schon längst sagen. Dann möchte ich noch sagen, es wird, Stasi greift überall an. Ich war entsetzt, wie die, ich wusste doch nichts, dass ich mit den Adel zu tun habe. Die haben da in Schwerin und auch in anderen Schlössern die ganzen Ahnengalerien von denen einfach. Bei der Restauration haben sie die Nasen ein bisschen anders gemacht und so, dass die eben bösartig aussahen und ein bisschen dumm und so. So, und das möchte ich mal jungen Menschen sagen, das ist nicht so wie hier gewesen. Die haben sich da damals noch schön einen auf die Rübe gehauen und so. Und das ist wirklich totale Auslese und Elite gewesen, die da dann auch zusammen verheiratet wurden und so. Und auch wir wurden verkuppelt, weil wir haben uns nicht selbst kennengelernt und so. Und da ist nichts dabei und man lernt den anderen wirklich lieben. Also dieses andere, dass die da dann gezwungen wurden und nicht wollten. Und natürlich gibt es da auch unglückliche Ehen und so. Ne? Aber wenn es nur Mann und Frau für Welt gibt und beide total hässlich sind oder so, oder sie sich vorher nicht mögen und beide nur auf eine Insel verschollen sind, ja, die werden sich ineinander verlieben und werden ganz glücklich sein. Und besonders glücklich, weil da kein anderer dazwischen kommt von den Menschen. Ne, Nadine? Weil die nur die Tiere kennen und so. Die Tiere, na, die akzeptieren einen doch. Das ist doch sagenhaft. Wie die Menschen akzeptieren, weil sie wissen, Menschen sind ein bisschen dumm. Nee, das war ein Spaß. Aber auf jeden Fall können sie denken und so weiter und so fort. Und das sind keine Instinkte. So, da möchte ich doch nochmal dringend drum bitten. Und so wird man meinen Lebenslauf und auch bei meinen Ahnen wahrscheinlich alles total gefälscht haben und gehetzt haben. Und ich möchte nicht ausschließen, dass auch die alle kriminell gemacht wurden und so. Weil, warum soll Stasi nicht auf ihren Namen Versandhäuser betrügen und so weiter? Und die werden dann rangeholt vor Gericht und müssen dann bezahlen. Und dann sagen sie, dann eben, ja, sie ist Kleptomanin oder so. Alles also, ja, den Ausdruck weiß ich noch, aber ich kann es im Moment nicht erklären. Aber das wird unwahrscheinlich sein. So, und dieser Druck, das habe ich ja noch nicht mitbekommen. Der ist wohl schon seit 2010 oder 2009 so toll hier. Die werden die schon längst benutzen hier überall. Ne? Also, dass die von Mecklenburg hier schon gegen uns sind und was es da alles noch so für Familien gibt und so, die zu uns gehört, mit denen wir verwandt sind und so. Und die werden nur benutzt und die Stasi passt da auf und sie haben keinerlei Chance. Sie kennen uns doch jetzt ein bisschen. Also, Mann, ich höre das Gras wachsen und wir kamen nicht von den Dussels weg. Erst 2009, wie die Martina Paarweis uns da beschimpft hat, ihr seid wohl ein bisschen wild rauszugehen und so. Die hat irgendwas falsch gemacht bei der Hypnose. Na, wir haben uns aber beide angeguckt, ne? Auf dem Treffen, ja. So, und dann später habe ich dann endlich geschalten. Weil sie dann die Worte wieder sagte, Wilma trägt einen roten Mantel. Dann haben wir das erst verstanden. Was da lief und was da lief und was sie wollte, Entschuldigung. Und, na, ich bin ja nun Psychologe und, na, dann habe ich es endlich kapiert. Und
Vorher habe ich nicht an Hypnose geglaubt, weil Stasi wollte es nicht. Genauso habe ich nicht an Vererbungslehre geglaubt, weil meine Mutter, Ingrid Geißer, ja, ist ja nicht meine Mutter und auch mein Vater, das wusste ich ja damals nicht, weil die beide so blöd sind. Kann man doch mal so sagen, oder nicht? So, meine Oma und alles andere sind intelligent und man, wie ist die so blöd? Und da habe ich gedacht, was, weil, ich bin auch Wissenschaftler und man hat das doch gemerkt, wie viele Fehler die gemacht haben, unsere Kollegen und so weiter. Natürlich redet man nicht lieber in der Nordic, nee. Weil die Zeit hat man noch gar nicht. Und dann habe ich natürlich auch an der Vererbungslehre gezweifelt. Und heute weiß ich, wie echt und wie wichtig diese Vererbungslehre ist. Und ich bitte dringend, dass man die erstmal hilft und da erstmal rausholt, da oben liegt der Kern und mehr. Und erstmal nur die Kinder zur Seite und einfach wegnimmt. Und die Kinder auch wieder von den Ehefrauen und Ehemännern erstmal. Nichts anderes. Ne? Und der doofe Kohle hat, der wird dann auch da die Schweine füttern und alles. Kohle hat, du dummer Bengel. Genauso der Typ wie Peter Geißer. Ein totaler Idiot. So, und lebt voll auf den Kosten der Frau, leidet sie total, hat sie nur geprügelt, sie war grün und blau. Mensch, Mensch. So, und hat natürlich auch ihre Mutter einen eingeschwungen und auch mein Onkel Hans einen eingeschwungen. So, das möchte ich auch nochmal sagen. Die Stasi hat ihn zweimal sterben lassen. Also einmal 87 und dann nachher nochmal 96 oder so. Ich habe extra das glatt fotografiert, das ist oben in unseren Sicherungen. Veröffentlicht haben wir es nicht mehr, Nati. So pietätlos sind wir nicht. Und da sollte er gerade gestorben sein oder ein halbes Jahr eher oder so. Und da ist nichts auf und das ist alles geschlossen, wenn sich das mal anschauen wollen, die Geheimdienste und so. Und so wird gearbeitet. So wird das gemacht und so ziehen sie auch über andere Familien her. Das erste ist erstmal total in der Familie was machen, dass einer mit mal ein Dieb wird und so. Ne? Dass man den dann schon verachtet und den isoliert und dann am besten fremd gehen, das mögen die gerne, weil da macht Stasi dann noch persönlich mit. Und fummeln unwahrscheinlich gerne an Kinder und fummeln auch so an jeden rum. Ne? Ja, leider ist es so. Das sind so eine Schweine, weil das ist ja so, sie haben da nur, die Weiber haben ja ihre Dreckspatzen und die Weiber, die sind ja da auch nicht sauber und alles und sowieso keine Intelligenz und Drogensüchtig und so. Und das reizt sie dann, ne? Das reizt sie dann bei den anderen oder bei dem anderen, da müssen sie dann unbedingt. Tut mir leid, dass ich so offen sagen muss, aber das muss man endlich verstehen. So, und da bitte ich dringend drum, na und dann kann man doch schon drüber reden. Aber Bouffier, wir nicht, ne? So, da ist doch ein bisschen zu viel passiert. Das möchte ich auch nochmal sagen, das muss man doch mal im Ausland verstehen, was die hier mit uns einfach gemacht haben. Und das lasse ich mir doch hier nicht gefallen, oder was? Sie fühlen sich doch auch nicht zu fallen. Sie würden schon durchstehen bei einem Haus. Na, und wir haben zwei. Oder hatten wir noch ein bisschen mehr? Ja, ich glaube, drei Häuser hatten wir. Ach, ich weiß es nicht mehr so. So, möchte dringend darum bitten, dass man sich darum kümmert. Und ich sagte das auch nochmal wegen des Wahrheitsgehaltes. Ach, jetzt kriege ich es nicht mehr so.